Das heißt, du nimmst jetzt wirklich dein Glas und haust hier oben so drauf, wie auf so eine Trommel. Genau, dass die Samen vom Sieb abgehen und verteilst sie so im Glas. Genau, schüttelst einfach so, dass die sozusagen rund ums Glas kleben. Herzlich willkommen zum zweiten Video von der Serie Sprossenziehen. Im ersten Video, das findet ihr hier oben, haben wir die ersten Schritte gemacht. Also, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, findet ihr es hier. Und heute geht es zum zweiten Teil. Und wie letztes Mal, die Theresa ist wieder hier und sie unterstützt mich und sagt mir genau, welche Schritte ich machen kann. Ja, gestern haben wir mit Buchweizen und Rotklee angefangen und die sind schon in den Gläsern bereit. Theresa, was erwartet uns heute? Perfekt. Hallo ihr Lieben. Ja, heute erwartet euch das Sprossenspülen. Ihr habt das ja gestern schon erfolgreich den ersten Teil davon übernommen und jetzt geht's ja, ans tägliche Baden der Sprossen. Genau. So cool. Ich fand es so schön gestern, als du gesagt hast, wir haben jetzt die Sprossen aktiviert. Also die waren ja gestern, als ich sie dann ausgeleert hatte, das Wasser abgegossen, hatte ich dann diesen Gedanken noch so, ach, sind jetzt die schon aktiviert? Ja, die sind also sozusagen ab dem Moment aktiviert, wo sie mit Wasser vollgesogen sind. Das ist so der erste Schritt vom Aktivierungsprozess, die werden natürlich umso aktiver und kommen immer mehr in ihre Kraft, je weiter sie sozusagen sprossen. Genau, aber aktiviert sind sie jetzt auf jeden Fall. Ja, super. Ja, dann habe ich die Gläser beide so hingestellt, dass sie dann über Nacht noch abtropfen konnten. Das, ja, und jetzt ist da eigentlich so gut wie nichts mehr drin an Wasser. Was darf ich jetzt machen? Das ist perfekt. Pass auf, ich habe hier auch mein Glas an der Seite, dass wir das sozusagen parallel machen können. Jetzt nimmst du einfach, nimm am besten das kleine Glas, das ist erstmal handlicher. Ja. Ich würde gerne erstmal sehen, vielleicht kannst du das so in die Kamera halten, wo die Samen liegen. Oder kannst du ja mal beschreiben, wo die Samen sich angesammelt haben. Ob die auf dem Sieb liegen? Auf dem Sieb und ein Teil am Rand. Genau, prima. Das ist jetzt für die erste Nacht nicht weiter wild. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man das macht, dass die dann hier so, dass das dann so aussieht. Ja. Dass die überall drumherum kleben. Genau, das ist dann sozusagen das Ziel. Und was du jetzt machst, ist ganz einfach. Du stellst dein Glas in die Spüle oder in den Spültrog, was ihr sagt in der Schweiz. Genau. Und machst das Wasser auf und lässt das Glas einmal komplett volllaufen. Okay, über das Sieb oder soll ich das Sieb lösen? Über das Sieb. Das Sieb bleibt immer drauf. Ja. Und sollte das kaltes oder warmes Wasser sein? Kaltes Wasser, genau. Gut. Genau. Jetzt ist das relativ schwer, das Glas. Und jetzt habe ich dir schon verraten, es gibt so zwei Möglichkeiten, das zu spülen. Und ja, die erste, die machen wir jetzt, das ist so die gröbere, ich sage mal so ein bisschen die männliche Form des Spülens. Da nimmst du einfach dein Glas und hältst du so die Hand oben drauf auf das Sieb mit deiner Handfläche. Mhm. Genau. Drehst das zur Seite, ich stelle mal so. Und über der Spüle machst du so eine Drehbewegung. Meine Hand ist viel zu klein. Schau mal. Ich habe das ist nicht. Genau, ja, jetzt kriegst du was ab. Deine Hand spült sich sozusagen mit. Genau. Einfach, dass du wie so eine Waschtrommelbewegung erzeugst, sozusagen. Ja. Genau, und jetzt, das reicht auch schon, dass dich das ein paar Mal dreht und jetzt drehst du es einfach wieder auf den Kopf, dass der Rest des Wassers rausläuft. Wieder auf dem Spüle. Einfach wieder umdrehen in der Spüle, genau, das war's schon, dass der Rest des Wassers wieder rauslaufen kann. Genau. Genau, wenn das Wasser so grob raus ist, kannst du auch so ein bisschen drehen, weil wenn die Samen auf dem Sieb liegen, genau, dann kommt immer noch mal ein Schwapp. Und was jetzt sozusagen wichtig ist, bevor ihr es wieder auf den Ständer stellt, ist, dass die Samen wie hier im Glas verteilt werden. Das heißt, du nimmst jetzt wirklich dein Glas und haust hier oben so drauf, wie auf so eine Trommel. Genau, dass die Samen vom Sieb abgehen und verteilst sie so im Glas. Genau, schüttelst einfach so, dass die sozusagen rund ums Glas kleben. Mehr oder weniger, genau. Dass die sozusagen nicht unten auf dem Sieb liegen. Und die ersten Tage klumpen die auch, also das ist überhaupt kein Problem. Nur so gut es geht sozusagen verteilen. Und dann stellst du sie wieder drauf, genau.
Super. Und das war's auch schon. Also das war jetzt die männliche Waschart. Das war die männliche, genau. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine große Hand hat, dann spritzt das auch nicht überall rum, oder? Weil die Hand ja dann das Sieb verdeckt, aber bei mir war... Genau, auch deswegen die männliche Art, weil die Männer, denen fällt das einfacher, die haben da nicht so ein Problem, weil wir Frauen, das ist relativ selten, dass eine Frauenhandfläche den ganzen Sieb bedeckt. Die Männerhandflächen sind etwas größer, da geht das einfacher. Und jetzt, auch wenn du das große Glas nimmst, wirst du sehen, ich habe hier mein großes, das ist ziemlich schwer, wenn das voll ist. Das sind ja über 3 Kilo, die ihr dann in der Hand habt, plus das Glas. Ja. Und deshalb mache ich das so, ich zeige es dir mal, bevor du es gleich probierst. Ich halte das sozusagen unter den Wasserhahn und während das Wasser einläuft, gebe ich hier unten schon so eine Drehbewegung rein. Das heißt, hier läuft das Wasser und unten fange ich schon an mit meiner linken Hand oder mit meiner rechten, je nachdem, wie du es hältst. Bei dir ist es die rechte. Genau, fängst du an, einfach so ein bisschen unten das Glas zu drehen, dass sozusagen wie schon beim Spülen so ein Wirbel entsteht. Ja. Kannst du mal probieren, wie das für dich am besten passt. Genau, perfekt. Und das muss auch gar nicht randvoll sein. Also es reicht auch, je nachdem, wie schwer das eben tragbar ist, sag ich mal, wenn das halb, dreiviertel voll ist, das reicht. Und dann hast du es sozusagen schon gespült. Genau. Und wenn du es jetzt rumdrehst, perfekt, genau so sollte es aussehen. Genau, drehst du es rum. Jetzt habt ihr ja Buchweizen drin. Genau, der braucht auch, wenn das Wasser abläuft, so ein bisschen Bewegung, weil da ziemlich viel drin ist. Genau. Und die Samen schleimen. Also es gibt ein paar Schleimbildner, Kresse zum Beispiel gehört da auch dazu und Rucola und Buchweizen auch. Da, das ist überhaupt nicht schlimm, das hat sozusagen der Same an sich, bringt es mit. Nur, dass man das sozusagen weiß und sich nicht wundert, wow, das sieht total anders aus. Das ist irgendwie trüb, das Wasser, das soll so. Das soll so. Und das ist genau richtig. Genau, jetzt verteilst du auch die Samen wieder so ein bisschen im Glas. Genau, Buchweizen ist recht schwer, also es bleibt an einer Seite hängen, nur dass es sozusagen nicht komplett unten auf dem Sieb hängt. Das ist das Ziel. Genau, und dann schüttelst du so ein bisschen nach hinten und stellst es langsam auf den Sieb, auf den Ständer. Ja, wunderbar. Perfekt, genauso soll das sein. Und so hat halt jeder seine Handhabung, wie er am besten auch mit seinen Küchenutensilien umgeht, weil manche Griffe, also manche Wasserhähne und die Griffe sind manchmal so gebaut, dass das Glas gar nicht und Hand sozusagen gar nicht so gut runterpasst. Und dann könnt ihr wirklich halt auch einfach das halbe Glas füllen, spülen und macht vielleicht das Ganze zweimal. Oder wenn es eben groß genug ist wie bei euch, die Drehbewegung, das finde ich total angenehm. Wie war denn das für dich? Ja, war super. Doch, das macht richtig Spaß. Ja. Richtig schön. Und mir gefällt es, wie sie jetzt da liegen. Und ich muss sagen, die Gläser, die sind einfach auch so schön. Also das passt auch richtig in die Küche rein. Das ist ja nicht irgendeine Küchenmaschine, die dann noch so hässlich ausschaut, sonst es schaut echt schön aus. Das stimmt, genau. Also ich finde es auch super dekorativ. Und von daher, ihr könnt es halt auch, also was jetzt natürlich noch ein wichtiger Punkt ist, wenn das abgelaufen ist, könnt ihr jetzt gucken, weil ab jetzt sozusagen brauchen die Samen ja auch Licht. Je nachdem, wenn in eurer Küche oder auch bei den Zuschauerinnen die Küche, wenn da viel Luft und Licht reinkommt, dann kann man das direkt da stehen lassen auf dem Waschtrog. Und ansonsten bei uns zum Beispiel, die Küche ist ziemlich dunkel und dann nehme ich das auf ein Tablett, mache eben den kleinen Teller drunter und stelle das in die Wohnstube oder eben ins Fensterbrett oder wo es passt, wo auch Licht hinkommt. Das brauchen die Samen auch zum Wachsen. Ja, dann werden wir es eher hier rüber an die Fensterwand stellen, dann anstatt hier. Und dann würde ich hier unten so 2 Schälchen drunter stellen, damit das Wasser sich schön darin sammeln kann. Genau, also ich lasse die meisten Teig noch so ein paar Minuten da stehen, dass das Grobe vom Wasser wirklich abläuft. Und dann tue ich einfach, dass die letzten Tröpfchen aufgefangen werden, so einen kleinen Dekoteller oder sowas, hat halt jeder zu Hause stehen. Ne? Wir haben lange überlegt und sind immer noch am Debattieren im Team, ob wir jetzt Unterteller extra produzieren, weil manche fragen schon danach.
Aber wir sind ja sehr auf Nachhaltigkeit getrimmt und oder wir sind im Moment noch so, dass wir sagen, eigentlich hat jeder Haushalt irgendwelche Unterteller oder Untertassen von Oma Erna oder ne, die man so einmal im Jahr rausholt und gesagt haben, jetzt müssen wir eigentlich nicht noch diese Ressource nehmen und noch extra Unterteller produzieren. Wir gucken mal, wie die Geschichte weitergeht, aber im Moment sagen wir wirklich, wir bleiben auf dem ressourcenschonenden Weg und ja, und überlassen das euch. Also genau, eine Schale, ein kleines Tellerchen, da hat eigentlich jeder was da. Ja, das stimmt, das hat man wirklich. Und dann kriegen die auch wieder die Wertschätzung, die Schälchen von der Oma. Ja, die haben meistens auch eine andere Bedeutung, ne? Oder schön mit dem Goldrand oder ich weiß nicht, irgendwie. Wir haben genau solche mit Goldrand. Ich hole sie hervor. Ich habe die nämlich auch von meiner Uroma sogar noch. Und das finde ich einfach auch eine schöne, ja. So lustig. Ja, super. Ja, und jetzt ist es ja so, jetzt haben wir einmal im großen Glas die Buchweizen und im kleinen den Rotklee. Und in der ersten Folge hatten wir schon besprochen, der Rotklee braucht länger als jetzt der Buchweizen. Wie sieht jetzt so der Prozess aus und auf was müssen wir uns einstellen die nächsten Tage? Also jetzt seid ihr ja Profis im Spülen. Das heißt, das kann ich euch jetzt getrost überlassen und bin mir sicher, dass ihr das super hinbekommt, die früh morgens und abends zu spülen. Im Sommer noch mal als Anleitung oder als kleinen Tipp, kann es auch sein, dass man sie gut dreimal spülen kann. Wenn so richtig heiße Tage sind, dann spüle ich sie gern dreimal, dass sie einfach sozusagen mit frischem, kaltem Wasser frisch bleiben. Aber im Winter ist es total gut, also früh morgens und abends zu spülen. Und den Buchweizen, den haben wir ja gestern schon angesetzt. Das heißt, den könnt ihr total gut morgen früh zum Frühstück, zum Start in die neue Woche schon essen. Dann werdet ihr sehen, dann sind da schon so kleine Sprossenschwänzchen gewachsen. Und was wir gerne machen, ist zum Beispiel die erste Portion abzunehmen vom Buchweizen und den Rest könnt ihr weiter wachsen lassen im Glas. Das heißt, der kann gut noch, also er kann auch gut bis 5, 6 Tage stehen, dann kriegt er schon kleine grüne Blättchen. Aber ich sage mal so, ab dem zweiten, dritten Tag zu essen und dann die noch 2 Tage wachsen zu lassen, ist total super oder mache ich total gern, weil dann nimmst du jeden Tag was raus aus dem Glas und hast aber das Gefühl, es wird irgendwie nicht weniger, weil ja der Rest immer weiter wächst. Genau, und dann könnt ihr sozusagen am dritten, vierten Tag, wenn ihr merkt, okay, jetzt schmecken sie uns gut und jetzt sehen sie irgendwie schön aus, dann könnt ihr den Rest, den ihr an dem Morgen sozusagen nicht esst, in eine Dose umfüllen. Das heißt, ihr nehmt eine Glasdose oder eine Plastikdose, was ihr habt, macht da so ein Küchenpapier drunter, damit die restliche Feuchtigkeit aufgesaugt wird und tut den Buchweizen oder dann eben später die anderen Sprossen mit dem Tuch in die Box und macht oben am besten noch ein Tuch drauf und dann kann das ab in den Kühlschrank. Und dann hält sich das also gut eine Woche. Bis dahin ist das meistens dann auch aufgegessen. Wow, das klingt richtig gut. Wie tust du das im Frühstück einfach auf dein Brot? Oder wie meinst du das zum Frühstück, den Buchweizen? Ja, sehr gut. Das sind wirklich die perfekten Fragen. Buchweizen eignet sich eigentlich am besten als Müsli-Ersatz oder ins Müsli rein. Also je nachdem, was man gewohnt ist. Manche mögen das total gern sozusagen direkt ersetzen und manche sagen, oh, der Geschmack ist mir vielleicht noch ein bisschen sehr erdig oder ungewohnt und tun das einfach in ihr morgendliche Frühstücksbowl, sage ich mal. Für den einen ist das ein Joghurt, für den anderen ist das vielleicht ein Sojajoghurt mit Haferflocken oder ein Porridge oder wie auch immer. Da tut ihr da einfach was mit rein. Oder ihr ersetzt es eben komplett. Man kann sich komplette Buchweizenbowls machen. Und dann füllst du dir einfach die Schüssel mit Buchweizen, so viel du willst, bisschen Obst dazu, bisschen Pflanzenmilch. Und dann hat sich das eigentlich auch schon. Ein paar Gewürze, bisschen Zimt, Kardamom, was man so mag jetzt in der Jahreszeit. Und dann habt ihr halt ein super, super Frühstück. Das klingt fantastisch. Ich freue mich schon drauf. Also das ist auch für die Kinder super. Oder für alle, die das kennen, früh morgens zu frühstücken, dann ins Büro zu gehen und dann so ein Morgentief zu haben. Meistens kommt das so gegen 10, 11 Uhr bei den meisten. Und dann ist das so die Kaffeepause mit dem Stück Schoggi. Und wirklich, wenn ihr eine Weile gesprosst frühstückt, dann haben das ganz viele nicht mehr. Ich kann es nur auch nur von mir sagen. Also ich habe das auch nicht mehr, seit ich wirklich früh morgens Sprossen esse. Und wenn das mal mit Familie oder so halt ein ganz klassisches Brotfrühstück ist, dann mache ich mir wie heute mit der Familie, also so ein Berg Sprossen drauf. Das sind dann meistens grüne Sprossen, aber das macht einen Riesenunterschied. Und das merkt man einfach in der Gehirnaktivität, in der
ja, in der ganzen Aktivität vom Tag, in der Konzentrationsfähigkeit. Und Kinder merken das halt auch ganz gut in der Schule. Mhm. Und bin ich mal gespannt, was ihr für Erfahrungen macht. Also es ist wirklich ihr Weg. Ja, unsere Morgenroutine ist ja schon ziemlich fest. Wir haben ja den Selleriesaft und dann den Smoothie. Aber danach, ich will das auch ausprobieren für die Kids, mal so ein Müsli mitzugeben, aber ein Buchweizenmüsli. Und dann haben sie das in der Schule dann in der großen Pause. Und bei uns ja, das geht auch perfekt, einfach im Schraubglas oder so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ich bin mega gespannt. Ich bin auch gespannt auf das Feedback der Kinder. Ja, das ist eines der wichtigsten Feedbacks. Aber das fällt bei Buchweizen sehr häufig gut aus. Ja, und ja, das heißt, die nächste Folge, die wir machen, da könnten wir dann im Buchweizenglas noch was Neues ansetzen. Genau. Also wir könnten uns dann morgen, habt ihr sozusagen das erste rausgenommen und dann vielleicht noch 2 Tage, könnt ihr mir auch einfach Bescheid sagen, wie ihr es seht oder schickt mir ein Foto zwischendurch. Dann sehen wir, wie es aussieht und dann kann man wirklich, sobald ihr die Sprossen rausnehmt und umfüllt, kann das Glas gewaschen werden und die nächsten Sprossen angesetzt. Also das kann wirklich ein Dauerbetrieb sein. Dann holt ihr da das Maximum raus und habt einfach ständig euren kleinen Garten zu Hause. Das ist so schön. Ja, vielen Dank, Theresa. Dann freue ich mich schon auf die nächsten Schritte. Ich werde Profi im Waschen. Dann testen wir mal den Buchweizen und dann freue ich mich auf die 3. Folge, wo wir auch schauen, wie weit der Rotklee gekommen ist und welchen weiteren Samen wir dann ansetzen werden. Sehr schön. Genau. Vielleicht noch eine Sache zu dem Sonnenplatz. Also im Winter kann man sie auch mal in der direkte Sonne stellen, aber ansonsten lieber nicht in direktes Sonnenlicht, sondern eher indirektes Sonnenlicht. Mhm. Weil sonst, ja. Genau, es ist manchmal einfach zu viel für die Samen. Ja. Und auch manchmal zu weit oder okay. Auch manchmal einfach sehr, sehr warm im Glas. Mhm. Und das ist gar nicht unbedingt gewollt. Sondern so halb sonnig, einfach, dass sie sozusagen schön Luft und Sonne bekommen und dann geht das da richtig ab in eurem Glas. Ja, yeah, ich freue mich. Vielen Dank, Theresa. Perfekt, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und guten Appetit. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war der 2. Teil vom Sprossensamenziehen. Heute ging es ums Waschen und ich bin schon mega gespannt, wie der Buchweizen uns morgen schmeckt, wie es den Kindern schmeckt und uns. Ja, und dann geht es weiter mit einem 3. und 4. Teil. Also bleibt dran, kommentiert gerne, wenn ihr Fragen habt, dann können wir darauf eingehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!